Was geht da so im Kopf einer Designerin vor? Ja, ob ich was vergessen habe oder ob irgendwas passiert. Ich meine, vorhin ist uns ein Model ausgefallen, dann hat er plötzlich zwei zu viel, ein zu viel, so Sachen. Aber an sich, ich freue mich drauf. Bist du ja mittlerweile wirklich ein alter Hase in dem Geschäft. Ist es aber trotzdem noch jedes Mal dieselbe Aufregung? Ich glaube, das ist immer die gleiche Aufregung. Weil man ja immer irgendwie Angst hat, dass irgendwas passiert. Das ist ja irgendwie so, alles was live ist, ist halt aufregend. Hast du dir die anderen Designer auch angeguckt oder guckst du selber die anderen Designer, um vielleicht zu sehen, oh, was machen die so? Das Schlimme ist, dass wir immer so knapp kommen. Ich bin vorgestern erst aus den Philippinen praktisch zurückgekommen morgens und die letzten Sachen sind angekommen gestern Nachmittag und ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, irgendwas zu sehen. Also ich war nur bei Guido Maria Kretschmer und das war toll und ansonsten gar nichts. Wo holst du dir denn deine Inspiration her für deine Sachen? Also viel beim Tauchen, dann Ich spinne mir immer Geschichten zusammen eigentlich. Eigentlich über Geschichten, über Gerüche, über irgendwie Dinge, die passieren oder eigentlich gar nicht so sehr Menschen oder das, wo man sich eigentlich Inspiration herholt. Kannst du schon mal ein bisschen verraten, was wir von dir erwarten können? Also viel Farbe natürlich, aber ich habe auch ein paar dunklere Sachen diesmal dabei. ansonsten, ja, es ist irgendwie wie auf einem Trip. Wie ist es bei dir privat? Wie sehr achtest du da drauf, was du gerade anhast oder bist du da eher casual oder was trägst du am liebsten? Also ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich ungerecht, dass ich überhaupt darüber nachdenken muss, weil ich beweise ja, dass ich Geschmack habe und dann finde ich es eigentlich, wäre es mir am liebsten, ich bräuchte mich gar nicht drum kümmern. Ja, aber man muss sich ja doch dann gut kleiden, wenn man irgendwo hingeht, einigermaßen, dann mache ich es mir einfach und trage schwarz. Ja, weil ich den ganzen Tag mit Farbe zu tun habe und so mich das ablenken würde.